Leute, willkommen zurück bei Final Fantasy 9. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letztes Mal sind wir aus dem Zinngebirge rausgekommen und mussten mit ansehen, wie unsere eigene Bestie Atmos hier ganz Lindblum zerstört hat und mit der Hilfe von Schwarzmagiern. Und jetzt ist Lindblum von Alexandria besetzt. Und die ist alles zerstört und da hinten kommen wir schon gar nicht mehr rein. Da ging es, glaube ich, Richtung Kirche oder so. Da ist alles verschüttet. Ist da jemand? Ich kann leider nicht sehen. Die Schwarzmagier haben mir mein Augenlicht genommen. Mein Enkelkind wird bald das Licht der Welt erblicken, aber ich werde nie sein Gesicht sehen können. Okay, das ist schon ziemlich tragisch. Ja, ich werde jetzt nicht mehr alles mitlesen, weil wir haben sowieso schon noch viel Dialog jetzt vor uns. Hey, da muss stehen. Naja, die hatten wir, glaube ich, schon. Büchse der Pandora. Nö, nee, kenne ich nicht. Aha. Ja, wie auch immer. Gibt anscheinend schon irgendwelche Rebellengruppen hier oder so. Die Wachsamen. Hey, und das Minister Oberta. Das Industriegebiet wurde völlig zerstört. Und das Einkaufs- und Theaterviertel sind ebenfalls ziemlich verwüstet. Ziehe noch ein paar Soldaten zu den Wiederaufbauarbeiten hinzu. Damit wir dem Volk schnell wieder sein vertrautes Leben ermöglichen können. Wird gemacht. Das soll ein Offizier sein? Sieht aus wie ein normaler Bürger. Prinzessin Garnet, Herr Tribal, ihr seid wohlauf. Ja, nicht so förmlich hier, Mensch, immer einen Stock aus dem Arsch. Ja, Tribal ist natürlich Zidans Nachname, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Geht es dem Großherzog gut? Seid unbesorgt, das Schloss blieb vom Angriff verschont. Ein Glück. Der Großherzog hat nicht eine einzige Blessur davon getragen. Ja, der könnte natürlich leicht zerquetscht werden, dieses kleine Insekt. Sehr gut. Ich erlaube mir, euch gleich zum Großherzog zu bringen. Nein, ich will jetzt einkaufen hier. Geh weg. Nein, ich will einkaufen. Lass mich doch. Ich melde die Prinzessin von Prinzessin, die Rückkehr von Prinzessin Garnet. Onkel Sid. Da ist wieder eure Verzupptheit. Oh, Prinzessin Garnet, schön, dich bei guter Gesundheit zu sehen. Ich hatte Angst, Bran hätte dich geschnappt. Zip! Und Zidane und die anderen haben mich befreit. Ich danke dir, Zidane. Aber um unsere Flucht zu decken, sind Freya, Steiner und Beatrix im Schloss geblieben. Ich... Oho, die legendäre Beatrix, sagst du. Also dann brauchst du dir um die drei wirklich keine Sorgen zu machen. Zip! Ja, Lili, das sehe ich genauso. Eigentlich wollten wir ja nur vom Schloss weg, aber plötzlich waren wir im Zinngebirge. Und dann kam eins zum anderen. Keine Sorge, die drei lassen sich so schnell nicht unterkriegen. Oh, seid ihr per Gargantula gekommen? Was, du kennst die auch, dass die da ist? Der Mann hat Ahnung. Als Herrscher eines Landes ist es ja wohl eine meiner Pflichten, gut informiert zu sein. Zip! Man weiß doch über diese Wachsamen Bescheid. Hinten hauen die Wachen gerade ab. Doch meines Wissens alleine ist. Doch Wissen alleine ist wertlos, wenn man nicht damit umzugehen weiß. Zip! Ja, das stimmt. Schon seit einiger Zeit wusste ich, dass Königin Prane versucht, sich die Kräfte der Bestia zu eigen zu machen. Aber ich habe die Macht der Bestia wohl unterschätzt. Zip! Ich hätte nicht gedacht, dass sie zu so einer Zerstörung fähig sind. Zip! Tja. Klassische Fehleinschätzung. Hast du denn nicht davon gehört, dass Clara von der Bestia zerstört wurde? Anscheinend nicht. Vielleicht geschieht es mir ganz recht, zirp, eine Juckzirpe zu sein. Zirp! Ach, zirp, 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 zirp. Aber ich denke, es war richtig so zu kapitulieren. Es wäre euch wohl sonst wie Clara ergangen. Was soll ich nur sagen? Was soll ich nur tun? Ja, Lily ist jetzt natürlich wieder in einer sehr schlechten Situation, weil es schließlich ihre Geister sind, die da gerufen wurden, ne? Hey, der hier bewegt sich noch. Ein verdammter Schwarzmagier-Soldat. Oh. Sei bloß vorsichtig, sonst macht er dich mit seiner schwarzen Magie doch fertig. Ja, einer ist keine Gefahr, den packen wir schon. Hey, was ist denn das für einer? Der ist ja irgendwie viel kleiner als die anderen. Oh nein, es ist Vivi. Aua, ihr tut mir weh, ich gehöre nicht zu den anderen. Hm? Wirst du wohl still sein und ob du zu denen gehörst, du elender Schwarzmagier. Hey, doch eure dreckigen Pfoten von Vivi. Aber das ist doch...
Und dann kommt er, wird abgeführt. Und dreht und plumps. einen dreifachen Rittberger gedreht und hingeplumpst. Wir konnten nie einen ihrer Soldaten sicherstellen, denn der wütende, das wütende Volk, den das wütende Volk gerade lynchen wollte. Diese elende Lynchmob. Sollen sie sich doch an den Alexandria-Soldaten auslassen, aber nein, dann sagen sie wieder, oh, wir schlagen keine Frauen, ja, schon klar. Aber kleine Kinder. Ich bin kein Soldat. Was sollen wir denn mit ihm machen? Ihn an Alexandria übergeben? Onkel Sid? Was ist denn los? Vivi ist kein Schwarzmagier-Soldat. Seine Aufmachung dient dazu, den Feind zu täuschen. Er ist auf unserer Seite. Genau. Das ist ein Spion hier, unser V-Mann. Ich habe verstanden. Wir bitten unterwürfigst um Verzeihung. Die werden sich auch denken, die Wachen. Was geht denn bei denen ab? Tja, ziemlich coole Verkleidung, oder? Wir haben sogar unser Gesicht schwarz gemalt und uns gelbe Kontaktlinsen machen lassen. Branes Bestreben nach Macht mittels der Bestie ist aber noch nicht alles, worüber ich im Bilde bin. Zirip! Hinter dieser Serie von Übergriffen steckt ein mysteriöser Waffenhändler namens Kuya. Ja, das wissen wir ja schon, aber unsere Helden hier natürlich nicht. Er ist sozusagen der Lord of War. Falls ihr diesen Film gesehen habt, dann geht es um einen Waffenhändler. Mit Nicolas Cage. Kuya liefert Waffen und Ausrüstung von höchster magischer Qualität an Brane. An Mutter? Ja, dazu gehören auch die Schwarzmagie-Soldaten. Jetzt hat er sich aber zusammengerissen, der gute Sith. Jetzt zwei Sätze hintereinander, kein Zirp gesagt. Laut Augenzeugen aus Trino kommt Kuya mit seinem silbernen Drachen aus dem Norden. Moment mal, das ist doch nicht der Typ damals aus Bumesia. Ja, genau der. Der kam ja auch mit einem Drachen. Oder entwich mit einem Drachen. Außerdem munkelt man, Kuyas Festung sei im Norden, auf dem äußeren Kontinent. Was? Es gibt noch andere Kontinente? Dem äußeren Kontinent? Ja, irgendwie, das finde ich irgendwie komisch, dass diese andere Kontinent hier, oder auch andere Kontinente, dass die hier überhaupt nicht Thema sind, das ist jetzt bis jetzt gewesen, also niemand spricht irgendwie über die. Selbst auf der Karte von uns ist nur der Kontinent des Nebels drauf. Es gibt viele noch unerschlossene Kontinente auf der Welt, weißt du? Dieser äußere Kontinent, ist das nicht dieser unerforschte Kontinent nördlich des Kontinents des Nebels? Ob es da Rassen gibt, die der Magie mächtig sind, ist uns nicht bekannt. Aber sicher ist, dass Kuya Brane ganz alleine beliefert. Tipp! Diese Person, die ich im Schloss sah, das war vielleicht dieser Kuya. Auf jeden Fall scheint er Mutter verhext zu haben. Ein Hexer? Ein Warlock? Na dann machen wir ihn doch platt, oder nicht? Wenn wir nur diesen Kuya loswerden könnten. Tja, da sieht man wieder die verschiedene Aussprache. Von Zidane und Lilly, aber im Grunde genommen meinen sie das gleiche. Gut, ihr beide begreift schnell. Zirp! Ist Kuya beseitigt, versiegt der Nachschub an Waffen und Brane wird geschwächt. Zirp! Dann ist die Zeit reif für einen Gegenschlag. Tja, gleich wieder Rache üben. Wenn wir Brane jetzt angreifen, haben wir nicht die geringste Aussicht auf Erfolg. Im Klartext heißt das, reißen wir die Wurzel allen Übels aus, dann... Genau! Selbst wenn wir Brane besiegen würden, Kuya hätte bald einen neuen Handelspartner. Ja, aber Brane hatte immer auch unsere Bestie, oder? Damit wird die wohl schwer zu besiegen sein. Selbst ohne schwarze Magie Nachschub. Selbst. Egal, ihr wisst schon. Mutter Schuld liegt schwer, doch hinter all dem steckt Kuya und dafür wird er zahlen. Doch zuerst sollten wir uns um Steiner und die anderen kümmern. Leider kann ich euch keine Soldaten zur Seite stellen, um mein Volk zu beschützen. Um mein Volk zu beschützen, kann ich zurzeit niemanden entbehren. Zirp! Toll. Sind wir wieder mal auf uns gestellt, kennt man ja. Keine Bange, Lilly. Die drei sind bestimmt in Ordnung, hörst du? Wenn Bumesias beste Drachenritterin, Alexandrias Generälin und diese alte Dickkopf zusammen unterwegs sind, dann gnade dem, der sich ihnen in den Weg stellt. Oh, jetzt habe ich aus Versehen auf die X-Taste gedrückt. Außerdem bist du ja nicht allein. Ich bin immer an deiner Seite und beschütze dich, Lilly. Schleimer. Tja. Ansage, oder? Ich werde Kuya finden. Ich möchte auch mitkommen und helfen. Ja, dich können wir nicht alleine lassen hier, Vivi. Außerdem bin ich auf diesem Kontinent wohl eh nicht mehr so willkommen. Ja, sage mir so, die Leute verbinden jetzt nicht unbedingt den größten Jubel und die größte Freude mit deinem Anblick. Keiner mag mich. Okay, damit ist dann wohl alles gesagt. Dann wollen wir mal die Flausen aus Kuya rausprügeln.
Wie wäre es denn, wenn wir das stürzte Schiff mit ganz Limpum zur Verfügung gestellt bekommen? Das wäre wohl das Mindeste, oder? Bedauerlicherweise funktioniert der Nebelantrieb der Luftschiffe nur hier. Eben auf dem Kontinent des Nebels. Tirip! Ja, toll. Irgendeinen Haken gibt's halt immer. Das heißt, dass ihr mit einem Luftschiff nicht über das Meer gelangen könnt. Tirip! Verstehe, aber wie steht es denn mit einem... mit diesem neuen Luftschiff, das ohne Nebel angetrieben wird? Schon fertig? Ja, ich glaube nicht, oder? Hat nicht Sid gesagt, in seiner jetzigen Verfassung kann er dies nicht fertigstellen. Nein, und sobald es fertig und einsatzbereit wird, beschlagnahmt es Prane sowieso. Zirp! Ja, die will dann wahrscheinlich auch die anderen Kontinente noch erobern. Es gibt zwei Bedingungen bei der Kapitulation. Zirp! Die erste war die Beschlagnahme des neuen Luftschiffs. Die zweite war die Übergabe der Tarkenkralle. Hm, das neue Luftschiff kann ich ja noch nachvollziehen, aber was will sie denn bitte mit diesem komischen Klunker? Da bin ich überfragt. Zirp. Wie auch immer, müssen wir uns wohl mit einem Boot begnügen. Irgendein Kahn muss der wohl haben. Das geht auch nicht. Toll. Der Seehafen ist gesperrt, da kann kein Schiff auslaufen. Zirp. Aber verdammt nochmal, sollen wir denn schwimmen oder was? Ja, das ist wohl die einzige Möglichkeit, oder? Oder gibt es nicht irgendwelche coolen Teleporter, so wie Prana hat? Nee. Die hat wahrscheinlich auch wieder nur Kuya. Nein, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Tipp! Im Morast nördlich des Schlosses gibt es ein altes Bergwerk. Tipp! In der Umgebung dieses Bergwerkes wimmelt es nur so von Monstern und Kreaturen, die normalerweise auf diesem Kontinent nicht heimisch sind. Genau. Zum Beispiel wie Kus. Gerüchte besagen, dass eine bei der Auskrammung entdeckte Höhle als Passage zu einem anderen Kontinent dient. Tipp! Toll, jetzt müssen wir uns hier auf irgendwelche vagen Vermutungen verlassen. Etwa zum äußeren Kontinent? Zum Schluss kommen wir auf einen anderen Planeten wieder raus. Etwas vage, die ganze Geschichte. Kann man sich denn auf die Angaben verlassen? Ja, es sind Gerüchte. Also müssen wir wohl hin und vor Ort nachschauen. Fein, macht die Sache wenigstens ein bisschen abenteuerlicher. Ach, sieh da, du bist schon ein unverbesserlicher Optimist. Pass mal her auf die Prinzessin auf, hörst du? Wir beginnen hier schon mal mit den Vorbereitungen für einen Gegenschlag. Zirp! Ja, ihr seid besetzt, oder? Wie wollt ihr jetzt einen Gegenschlag planen? Naja. Mehr als dieses bescheidene Taschengeld kann ich leider nicht entbehren, aber kauft euch, was ihr braucht. Tja, das kannst du dir sparen. Wir sind wahrscheinlich schon reicher als du, Sid. Naja, wenigstens was. Ich warte so lange hier, zieh dann. Kauf mir was Schönes. Ja, so ist es wohl besser. Ja. Sonst läufst du nur wieder irgendeinem Lynchmob über den Weg. Das wäre etwas problematisch. Tja, Limpum gehört jetzt zum Reich Alexandria. Für eine Weile werdet ihr nicht mehr zurückkommen können. Daher solltet ihr euch gut ausrüsten. Kommt dann einfach wieder auf mich zu. Ja, wenn wir jetzt hier wieder raus wollen, wir kommen ja jetzt im Moment gar nicht hier raus aus der zerstörten Stadt. Dann müssen wir mit dem Mann hier wieder reden. Tja, das ist dein großer Auftritt in diesem Spiel, mein Guter. Genieße ihn. Bevor du wieder in der Unwichtigkeit versinkst. So, gibt es hier noch irgendwelche... Items? Nee. Aber schaut mal, hier ist die Itemhändlerin. Oh ja, ihr Laden wurde komplett zerstört. Tut mir leid, zieh dich ruhig um, aber von meinem Laden ist nicht mehr viel übrig. Okay. Ja komm, um dich ein bisschen zu unterstützen, kaufen wir 4 Zelte bei dir ein. Damit du wieder auf die Beine kommst. So. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter. Sind wir mittlerweile als Räuber schon so reich, dass wir die Leute unterstützen können. Und hier ist was. Preistabelle Waffen. Sternroute 2000. Polaris 9500. Mitrahmen auf 1500. Tiefspreise zu Ehren unserer alexandrischen Freunde. Ach, hört ihr nicht diese Ironie daraus? Was sind denn das für Wucherpreise? Na? Es wird so langsam Zeit, mir ein neues Schwert zu kaufen. Aber leider sind die Preise hier ziemlich gesalzen. Tja. Die haben wir billiger bekommen. Oder? Du bist doch der Waffenhändler, oder? Na genau, Onkel Dagobert. Ja, das ist natürlich typisch für dich, dass du ja voll die Wucherpreise machst. Die Pack will ich nichts verkaufen, weißt du? Hab deswegen die Preise alle hochgesetzt. Ach so. Aber du kriegst natürlich alles einen Sonderpreis. Perfekt. Tja, das ist der stille Widerstand hier, der passive Widerstand gegen die Besetzer. So, wir brauchen eine Silenquidea mal wieder zum Schmieden. Und ich nehme mal noch 2 Dolche mit, sicher. Das haben wir alles schon. Sternrot haben wir schon geklaut. Neue Armreife gibt es nicht.
Nee, alles nichts Neues. Können wir getrost sein lassen. Ich will nur mal dein Gesicht sehen, Dagobert. Mist. Die Schrift kommt zu schnell. So, wir gehen bloß noch schnell mal in die Schmiede rein. Da wollen wir auch noch was Neues machen. Jetzt mit dir irgendwas? Weiß ich nicht. So, und zwar endlich eine neue Waffe für Sidan, der Detonator. Auf Englisch der Exploder. Dafür nehmen wir natürlich einen. So, das haben wir alles schon. Aber Rett ist noch neu. Das können wir noch nehmen. Für eine Mistgabel und eine einen Barbuta. Okay. Das war's. Vielen Dank. Können wir uns noch schnell anschauen. Natürlich gleich ausrüsten. Detonator. Mopsi, dein Auftritt. Aus dem Messer des Jausepriesters angefertigt. Erzählt Zustandsveränderung konfus. Ja, was ein Jausepriester ist, welche Götter der huldigt, das werden wir noch sehen. So, Barrett, ich weiß nicht, was war das? War es ein Accessoire? Nee. Nee. Na egal. Werden wir später noch sehen, denke ich. Dann würde ich sagen, nächstes Mal schauen wir uns mal an, was das für Abilities sind auf dem Exploder, auf dem Detonator. Und ja, dann werden wir Lindblum verlassen. Vorher uns noch ein bisschen umschauen im Theaterviertel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal bei Final Fantasy 9. Also macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.